Das läuft doch hier wie am Schnürchen. Nee, ich bin blöd. Achtung, Achtung, ich muss... Ich kann das, wenn ich will. Ganz ehrlich, wie soll ich denn so arbeiten hier? Leck mich doch. Hallo und herzlich willkommen zurück mit mir, Officer Flausch. Ich weiß nicht, ob wir heute noch mal wagen, mit dem Auto zu fahren. Mal sehen, was die nächste Schicht bringt. Weil, ihr habt ja gesehen, so gut bin ich da nicht immer mit dem Fahren, aber es könnte auch das Spiel schuld sein. Ein neuer Tag im Büro. Wirf einen Blick auf die Schichten. Hier unten waren wir, glaube ich, noch nicht, oder? Fahrzeugstreife. Schicht beginnen. Heute wird besser. Ich habe so ein Gefühl. Ich habe heute meine Uniform an. Wilde Raser mit der Radarpistole. Ja, das kann ich ja so gut. Das habe ich vom letzten Mal ja schon so gut gemacht. Nicht. Erstmal Mikrofon analog. So. Hallo. So, aber geht's hier raus? Nein, das wusste ich natürlich. Das ist nicht meine Wache. Ich bin hier ein bisschen ortsfremd. Oh. Es gab in letzter Zeit Beschwerden wegen Rasern. Können Sie da bitte besonders drauf achten? Verstanden. Wir brauchen Unterstützung. Wer kann helfen? Ich kümmere mich drum. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich mache mit. Ich habe keine Lust auf diese Radarpistole. Ich kümmere mich drum, egal was passiert. Ich bin Polizei, lass mich durch. Ich habe auch keinen Blinker gesetzt. Das ist einfach zu aufwendig. Ja, keine Panik, Leute. Ich komme schon an euch vorbei. Warum baut sich hier so ein Schatten auf? Weg! Ah. Ja, mach ich weiter. Ja, das ist gerade nicht wichtig. Ich habe einen Einsatz. Ja, lauf. Jetzt kommt die Action. Wer weiß, was hier los ist. Wo muss ich hin? Ich kenne den Weg nicht. Komm nicht von hier. Achtung, Notfall, ich bin auf Weg. Oh mein Gott, was ist hier los? Ich bin am Unfallort eingetroffen. Ich bin bereit. Was ist denn hier los? Ich möchte bitte Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte sehen. Wollen wir die Unfallstelle verschreiben? Okay. Also, wir haben den 11.11.22. So, Ablaufdatum ist okay. Kein Waffenschein. Es ist eine Karen. Ja, das nehmen wir nochmal drin. Wechseln. Ablaufdatum 23, das ist okay. Geburtsdatum stimmt überein. Ja, okay. Kannst du mir nicht mal sagen, was jetzt hier los ist? Ich möchte gerne Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer, bitteschön. Du sagst nicht mal Hallo? Mulder. Oh, wo ist Gully? Ablaufdatum 24. Sieht auch so aus. 23, Geburtsdatum stimmt. Kennzeichen 4CR.
5, bla bla bla. Checken wir einmal. Moment. Ich weiß nicht, ob das bei dir stimmte. 0DH273. Zeig mir das nochmal bitte. Nee, warte mal. Hallo. Entschuldigung. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ja, Officer, bitteschön. Ja, komm ein bisschen schneller jetzt hier. Ja, das bist du. Was wollte ich gucken? Das Kennzeichen. 0DH273, ja, okay. Nimm einen leichten Unfall auf. So. Habt ihr den ja auch getroffen? Nee. Ist die Akku noch aktiv hier? Ich glaube, das heißt ja. Ich habe doch eine Kamera, ne? Wie ging das? Okay. Fotoknips. Der Bericht ist ausreichend. Habe ich denn alle? Ja, du bist auch mit drauf, bitte. Da ist noch mehr. Was ist mit Ihnen? Nee, wenn ich schon Bericht schreibe, dann aber auch richtig. Was ist denn hier? Gehen Sie bitte weg. Hier wollen keine Gaffer. So. Oh, da, siehst du mal. Die hat ihren Seitenspiegel. Sie? Ja? Wer hat denn hier den Seitenspiegel verloren? Achso, sie hat den Seitenspiegel verloren und einen Auspuff. So, dann, also. Wie ist das denn beim Mann? Also, ich vermute mal, er ist hier hinten drauf. Aber warum, weshalb, wieso? Ich möchte bitte einmal, das ist nur... Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, Standard, ob Sie betrunken, ne? Gefahren sind. Okay. Kann ich einfach nur den Unfall... bestrafen, weil Verursachen eines Unfalls. Ich könnte ihn jetzt hier. Ja, du hast die gesprungene Dingens hier, aber. Okay, du kriegst jetzt den Unfallbericht. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Das scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. So, du kriegst den auch. Natürlich. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Scheint, ja. Ja, dann... Alles klar, Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Ja, dann... Das war's. Sie können fahren. Hat keine Strafe gekriegt. Ich weiß nicht genau, ob das unabhängig war. Sie fährt jetzt oder wo sie hin? Nee, sie geht. Und er... ruft noch einen Kumpel, um sich abholen zu lassen. Ja, dann... Ein Auto muss abgeschleppt werden. Okay, sorry. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. Alle Zeugen haben einen Bericht erhalten. Ich nehme einen leichten Unfallbericht auf. Ist das jetzt erfüllt? Ich habe unten links eine Karte. Ich weiß, das ist die dritte Folge, glaube ich. Habe ich schon immer unten links eine Karte? Ach, guck mal. Hä, er dachte, Moment mal. Aber er hat da jetzt eine gesprungene Scheibe. Ah, den hätte ich noch verknacken können, bestimmt. Okay. Ich glaube, ich habe das gut gemacht. Könnt ihr mich mal bitte mit reinlassen? Danke. Wer? Ja, ich drehe jetzt nicht. Hey, wäre ich, wär
nicht Polizei, wollte ich sagen, dann könnte ich allein auf dem Weg zur Arbeit und zurück schon 5 Leute bestrafen, mindestens. Oh, wir sind in die Rase. Stehen. Ja, jetzt brauchst du keine Geschwindigkeit messen. Dieses Fahrzeug hat ein abgelaufenes Kennzeichen. Okay, sobald die Ampel grün wird, drücke ich, sonst gibt es hier wieder Verkehrschaos. So. Das läuft doch hier wie am Schnürchen. Ja, hat ein abgelaufenes Kennzeichen. Woher weiß ich das denn? Egal, ich weiß es nicht. Hallo? Nee, lass mich. Ich wollte dir zurückgrüßen. Ja, dann nicht. Ach. Nee. Grüß ihn jetzt zurück. Jetzt ist jetzt mich unfreundlich gewesen. Na toll. Na toll. Das warst du schuld. Hallo. Fahrzeug. Abgelaufenes. Ich habe sie wegen ihres abgelaufenen Kennzeichens angehalten. Sind Sie sicher? Nee, ich bin blöd. Jetzt. Ich hätte gerne Ihren Ausweis und wenn möglich die Fahrzeugversicherung, bitte. Natürlich, Officer. Bitteschön. Dankeschön. So, Ablaufdatum ist noch okay. Okay. Wie sieht die so aus? Wo ist denn die Brille auf dem Dings? Nee, ist egal. Klasse M, ja, das weiß ich jetzt natürlich nicht so genau, was das heißt. Ablaufdatum ist auch noch okay. Geburtsdatum stimmt überein. Das Kennzeichen war das, glaube ich. Elena Henderson, ja, okay. Person scheint nervös zu sein. Oh. Wenn du nervös bist, steigen Sie aus und kommen Sie auf den Bürgersteig. Dann steigst du bitte einmal aus. Wieso telefonierst du jetzt? Rufst du schon deinen Anwalt an? So, wir gehen jetzt mal ganz brav hier an die Seite. Könnten Sie bitte aufhören zu telefonieren? Danke. So, machen wir erstmal einen Alkoholtest. Arbeiten wenn Sie bitte mit mir zusammen, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Nö, nee, das ist ja noch okay. Aber warum bist du nervös? Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Irgendwas stimmt hier nicht. Sandhandschuhe haben wir gefunden. Stadtführer. Na, okay. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 50 und 250 Dollar wegen Führens eines Fahrzeugs mit abgelaufenem Kennzeichen. Wirklich? Das ist viel Geld. Ja. Alles klar, Sie dürfen gehen. Fahren Sie vorsichtig. Ja, es tut mir leid, dass du traurig bist, aber Gesetz ist Gesetz. Ja, wir machen wieder alles außer die Radabs. Ich kann mal links blinken. So, Achtung. Ich blinke. Achtung, ich blinke. Ich höre auf zu blinken. Ha. Ich habe das Gefühl, ich fahre unter einer Regenwolke. Ach, das ist Brighton. Wer hat keinen Blinker gesetzt? Sehe ich nicht. Oh je, ich muss niesen. Oh, oh, oh. Oh nein, ich will nicht niesen.
Nee, ich... Oh! Oh! Oh, bin ich jetzt im Gegenverkehr? Oh je, oh je, oh je. Ich brauche jetzt hier mal einen Raser. Hm. Achtung, Geisterfahrer. Na! Okay, Entschuldigung. And? Ich bin gleich bestimmt wieder auf der richtigen Spur. Zumindest, ich hab's nicht gesehen. Ist hier richtig? Hier ist okay. Wir fahren vorbei. Geisterfahrer ist weg. Könnt alle wieder weiterfahren. Was ist mit dir? Callouts enable, disable. Also, die aktiviert. Ich hätte gerne nochmal so einen Funkeinsatz. Und das nicht ganz gut. Ja, als ob ich da jetzt hinterherkomme. Ich möchte heute meinen Wagen unversehrt wieder abgeben. Oh, das war aber... Räume die Unfallstelle? Wo? Welche Unfallstelle? Ich habe nichts gemacht. Die Unfallstelle. Oh mein Gott. Ich bin sofort da. Ich bin sofort da. Ich park einmal hier bei uns. Ja, ja, ja. Super, ein Unfall. Okay, man sollte sich nicht über einen Unfall freuen, aber ich habe einen Unfall und ich kann das jetzt. Hallo. Zeigen Sie mir bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Ja, natürlich, Officer. Die sieht schon so aus, als hätte die das einfach verursacht. Yamashita. Du siehst nicht aus wie eine Yamashita. Ablaufdatum 25. Geburtsdatum stimmt. Ablaufdatum. Oh, warte mal. Ablaufdatum 19.06.22. Der ist abgelaufen. Okay, also. Wäre ich ein Heiko. Also, Moment. Erst einmal. Ich belege Sie wegen einer ungültigen Versicherung mit einem Bußgeld. Warum ist das so teuer? So, und jetzt? Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Ist das jetzt viel? 0,01? Hey, du hast drei Leute da umgefahren, ne? Sie werden einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Sag doch gar nichts, ne? Sie werden das machen. Das war negativ, ne? So, warte mal. Wie geht's? Wo? Ich will dich zurückgrüßen. Hi. Ich war nett, Sekt. Ich kann das, wenn ich will. Was haben Sie gesehen? Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Super. Wenn du den Patienten versorgt und falls möglich befragt hast, übergib ihn dem Notarzt, wenn sich dieser vor Ort befindet. Denn nicht wird der Krankenwagen gerufen, damit der Patient in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden kann. Der Krankenwagen fährt erst los, wenn alle Patienten übergeben wurden. Ja, das hat beim letzten Mal, glaube ich, verkackt. Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Gut. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich habe nichts gesehen. Warum denn? Ich habe nach dem Krach nur aus Neugierde geguckt. Was? Fragezeugen, ja. Also, hier, du bitte. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nach dem Krach nur aus Neugierde geguckt. Aber ihr liegt doch hier am Boden.
Ach so, okay. Ihr habt da jetzt den Weg versperrt für den Krankenwagen. Na toll. Übergabe an Krankenwagen. Ist das richtig? Kommt halt nicht durch, ne? Machen wir gleich. Wir machen jetzt erst nochmal Fotos hier. Ist das die Kamera? Oh! Okay, was haben wir denn? Was haben wir denn? Hören? Es tut weh, aber ist nichts Schlimmes, glaube ich. Gut. Aber ein Arzt sollte einen Blick auf Sie werfen. Involviert? Nein. Können Sie aufstehen und zum Krankenwagen gehen? Ja. Ich glaube, ich kann gehen. Ich muss sicherstellen, dass die verletzte Person die erforderliche Hilfe bekommt, ja. Ja. Wir machen gerade Fotos hier. Bitte lächeln. Das. Ihre Schicht ist um. Ja, das ist aber jetzt gerade. Ich muss hier erst noch bitte Übergabe. Übergabe. Ist mein Bericht vollständig? Räume die Unverständnis und schreibe einen Bericht. Okay, also, du hast Alkohol getrunken und hast einen Unfall gemacht. Ach so, können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Ja, du hast... Warte mal, du hast einen Unfall. Ich muss Sie durchsuchen. Ich darf dich doch bestimmt... Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Du hast aber einen schlechten Friseur, Frau. Streichholzbriefchen. Oh, das verdächtig. Bestrafen. Das haben wir schon. Fahrzeug. Was ist denn eigentlich mit dem Kennzeichen? 3XMW. Blubdibla. Ich möchte gerne Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung sehen, bitte. Ja, Officer, bitteschön. Kennzeichen 3XMW. Ja, 4. Meine Nase juckt. Hey, hören Sie mich? Ja, was? Sie sollten mich zur weiteren Untersuchung lieber begleiten. Können Sie selbst zum Krankenwagen gehen? Klar, ich werde es versuchen. Oh, das dauert ja aber. Also, du bist Waren. Wo ist denn hier Alkohol? Das ist einfach zu viel Auswahl, ne? Fahrer? Nein. Hä? Kann ich nicht fahren unter Alkoholeinfluss? Tönte Scheiben. Hast du getönte Scheiben? Nee. Aber du hast doch bestimmt jetzt eine gesprungene Frontscheibe, oder? Nee, hast du nicht. Du bist... Warte mal, du hast ein Behindertenkennzeichen. Finde ich irgendwas zum... Polizeihandzeichen, Polizeicomputer. Ich kann hier schocken. Waffe. Ich würde dich gerne wegen Trunkenheit am Steuer verhaften. Aber wenn das nicht angezeigt wird, dann war es bestimmt zu wenig, ne? Ja, dann hier ist Ihr Unfallbericht. Im Ernst? Das ist nur ein leerer Bericht? Was? Ich habe Fotos gemacht. Bist du doof? Ich will dich festnehmen eigentlich. Hoffen lassen. Stell einen Strafzettel aus oder belasse... Kommt einer Verhaftung, welches erfordert einen Handschellen und einen Beweis, dass ein Vergehen begangen wurde. Ich nehme dich jetzt fest. Oh, guck mal. Dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Ich bin immer noch geschockt. Mir geht's aber gut. Der Schock ist größer als der Schmerz. Schaffen Sie es allein zum Rettungswagen? Wir müssen uns das näher anschauen. Okay, Doc. Verhaftet eine Person wegen der Beteiligung an einem Verbrechen, das von anderen Menschen bezeugt werden kann. Ja, die haben es ja nicht bezeugt.
Ist hier fälschte Versicherung? Habe viel gestohlenes Fahrzeug. Das weiß ich alles nicht, ob ich das erkenne. Betäubungsmittel, Alkohol oder Drogenmissbrauch am Steuer. Alkohol oder Drogenmissbrauch am Achso, hier, voilà. Sie sind festgenommen, da Sie betrunken gefahren sind. Bitte kooperieren Sie. Soll das ein Witz sein? Nee, sie hatte einen kleinen. Jetzt habe ich nicht geguckt, da oben. Kann ich dich nicht mitnehmen? Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an ihren Standort. Ich habe schon Feierabend hier. So, und du? Dich durchsuche ich erstmal. Huch, was ist mit meiner Ahnung passiert? Münzen. Ich habe Münzen gekriegt. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Räume die Unfallstelle und schreibe einen Bericht. Ich habe doch den Bericht geschrieben. Da ist schon wieder ein Krankenwagen. Oh, nee, ihr wolltet. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Was habe ich denn hier alles in meiner Hosentasche? Gleiten Sie mich zum Schreibwagen, das ist schon mal gut. Der kommt hier aber nicht durch. Kann ich dich nicht wegschieben? Hallo, Officer. Oh. Hallo zurück. Ja. Dann räumen wir jetzt einfach mal das Feld hier so ein bisschen auf. Könnt ihr bitte... das wäre ja fast... Nein, interessiert dich nicht? Okay. Entschuldigung, könnten Sie bitte da weggehen? Ich muss hier einmal durch. Hallo. Hier kann ich immer hupen. Huch, das ist aus Hamburg, kann ich hupen. Das interessiert die nicht. Gut, ich würde gerne einmal nach dahinter kommen. Ich kann nicht Feierabend machen, bevor das hier nicht erledigt ist. Achtung, Achtung, das ist ein Notfall. Geh weg. Gehst du jetzt? Na. Ich versuche hier den Weg frei zu machen. Das war Absicht. Und Fahrt geht denn nicht einfach. Okay. Ja, ich wäre fast heute mit einem intakten... Das war Absicht. Intakten Streifenwagen nach Hause gefahren. Und fast. Interagieren mit dem... So, das ist der. Ich möchte gerne mit Ihnen interagieren.
bisschen. Die 23 ist alles okay hier. Kann ich dich nicht trotzdem einfach mal so anhalten? Ich würde gern springen können. Jetzt muss ich erst... Schön, Sie wiederzusehen, Officer. Hallo. Ah. Schön, Sie wiederzusehen. Wieso haben wir uns schon gesehen? Nee, warte mal. Damit zeigt, dass er noch ein Parkplatz sucht. Ja. Ja, dann mach das doch mal. Ihre Schicht ist bereits seit einer Weile ja. um, Officer. Kehren Sie umgehend zur Wache zurück. Ich kann aber jetzt nicht. Ich bin ja schon theoretisch da. Ich will doch meinen Unfall noch zu Ende führen. Ich kann doch nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Wo kommen wir denn da hin? Ja, na gut. Na gut. Hier, wenn ich Feierabend machen soll, dann könnt ihr euren Kack selber wegfahren. Als Streifenpolizist endet der Dienst niemals. Ja, anscheinend schon. Anscheinend schon. Ey, ich habe keine Abzüge gekriegt. Was? Wieso? Wo? Scheiße, was ist hier passiert? Unrecht, Alkohol. Upsi. Dann war es wohl doch zu wenig. Aber wieso den Abschleppdienst? Der dann doch... Okay. Aber war doch... nicht so, so schlecht jetzt, oder? Okay. Kann ich das alles noch freischalten? Erlange 16 Dienststern zum Freischalten. Alle freigeschalteten Stadtteile sind verfügbar. Okay. 3 von 16. Okay, okay, okay. Fuß. Das, ach so, guck mal, ich weiß, der hat so Fußstreife. Und das ist mit Auto. Jetzt weiß ich nicht, ob Fußstreife auch wieder das Dings ist. Oh, jetzt sind meine Lüfter zu warm. Ja, das ist ja fein. Fußstreife. Ich mache mal weniger, weil ich halte mich ja immer noch auf und wegen Folgenlänge und so. Und, ich unterbreche mal ganz kurz, um nochmal die Grafik runterzustellen. Sorry, dieses Spiel ist irgendwie... weiß ich nicht. So, ich musste das Spiel tatsächlich einmal kurz ausmachen. Jetzt ist der PC wieder abgekühlt und jetzt machen wir uns an die Arbeit. Stelle Strafzettel aus. Hallo. Ich kann dich hier auch Sachen fragen. Kann ich... Oh, ich würde gerne Unfrieden stiften, ne? Einmal den Ausweis, bitte. Ich kann dich ja mal fragen, auch wenn du dich gerade in einem Gespräch befindest. Natürlich, bitteschön. Ist noch nicht abgelaufen. Scheint mir jetzt nichts Verdächtiges zu sein. Okay, dann nicht. Ah ne, hier. Wir hatten in den letzten Tagen unzählige Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie die Augen offen, ja? Verstanden. Parksituation. Okay.
Oh, diese Grafik, es ist zum Kotzen. Es nervt mich, es nervt mich. Es ist einfach nervig. Hallo? Nee, nicht Ultra. Mittel. Es sieht kacke aus. Wir machen jetzt kurze kurze Schicht auf hoch. Ich hoffe, es war eine kurze Schicht. Bericht, Fußgänger. What? Expired. Oh mein Gott. Ja. Parkuhr ist abgelaufen. Yes. Das ist noch gültig. Was kann ich noch machen? Ich kann ihn noch abschleppen, aber richtig tue ich das? Warum liegt hier Müll? Fußstreifen, ja, das liegt. Es steht nicht an einer. Warte mal. Es ist Montag. Und hier ist kein Parken zwischen 8 und 12 Uhr im Dienstag. Aber es ist Montag. Okay, habt ihr Glück gehabt. Ich hoffe, ich erkenne das richtig. Hier ist es okay. Was ist das? Ein Unfall. Wo? Hier? Wo ist der Unfall? Ach, da unten. Ich habe eine Karte. Haha. Oder? Verfügbar. Warte mal hier bitte. Was ist denn das? Handzeichen. Warten. Wo ist meine Keller? Ich habe doch eine Keller. Hier ist 4561. Ich sehe mir den Unfall an. Nein, ich wollte den Unfall. Was bedeutet denn das Symbol da unten? Ist das wieder nur meine Polizeistation? Das bin einfach nur ich, oder? Wo ist der Unfall? Oh nein! Es fing doch so gut an, das ist nur der PC schuld. Na gut, dann gucken wir einfach hin. Dienstags. Schon wieder eine Katze vor der Tür. Hi, tolle Parksituation. Hier ist doch alles gut. Ich weiß nicht, was ihr habt. Hier ist doch alles okay. Konnte es einen. Oh, Strafzettel, ja. Oh, was war da noch? Moment, warte mal. Besondere Haltezone, Position und Ausrichtung. Woher weiß ich denn Position und Ausrichtung? Hallo Bürger. Sonst haben wir was mit der Tür? Okay. Okay. Position und Ausrichtung im Gegensatz der Fahrtrichtung oder so. Oh ja, hier ist aber.
Zack. Bin ich eigentlich jetzt wieder zur Politesse degradiert? Aber egal. Zu Fuß kann ich wenigstens keine Unfälle bauen. Alles ordentlich. Oh. Ich laufe über die Straße. Ja. Mittwoch. Montagigen Mittwoch. Okay, du bist. Du packst so ein bisschen, also hier das. Also, ja, ich weiß nicht. Hier stehen wir. Das ist gut. Oh, Bann. Oh, oh. Du stehst doch entgegengesetzt der Fahrtrichtung hier. Strafzettel wegen Position und Ausrichtung. Das gibt's auch. Zu weit auf der Fahrbahn gibt's auch. Falsche Fahrtrichtung. Das war richtig. Ha! Ich würde gern springen, aber ich kann nicht. Auf dem Bordstein. Ich probiere das jetzt mal. Ob du Behindertenausweis hast. Position und Ausrichtung auf dem Bürgersteig. Es reicht nicht. Yeah. Wer? Du. Ich habe das genau gesehen. Hi. Hey. Nee, ich will hier mit dir sprechen. Umweltverschmutzung anbringen von Graffiti? Ich muss sie wegen Umweltverschmutzung mit einem Bußgeld belegen. Das macht $25. Warum ist das so teuer? Tja. Würden Sie mir Ihren Ausweis zeigen, bitte? Ja, wenn du schon sauer bist, dann gib mir auch mal deinen Ausweis. Ja, natürlich, Officer. Ablaufdatum, alles okay? Sieht so aus. Rosario Medina. Okay. Und jetzt. Alles in Ordnung. Sie können weiterfahren. Auf Wiedersehen. So, wieder von hier parken. Mittwoch. Also bis auf das eine mit diesen minus 15 Punkten ist doch eigentlich ganz gut gelaufen. Ich muss schon wieder lesen. Meines Bezirkes entlang. Hey, ich muss ja auch drauf achten, ob die auch wirklich. Ich habe eine Sehenswürdigkeit entdeckt. Das wäre schön. Du stehst in der Busspur. Das geht nicht. Oh, dich lasse ich auch abschleppen. Besondere Haltezone. Bushaltestelle. Und das geht so nicht. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. Oh.
Wer hat Abfall weggeworfen? Ich will dich bestrafen. Ich sehe es nicht. Und hier ist jetzt den Lampen hin. Ich könnte auch einfach davor warten, oder? Zack. Sehr schön. Kann der Bus wieder halten. Hier, bitte, Officer. Hier, bitte, Officer. Hallo. Wo gehen wir hin? Waren wir hier schon? Ja. Ich sehe es nicht. Du? Umwelt. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa $25 Bußgeld. So viel Geld habe ich nicht. Tja. Einmal den Ausweis bitte. Dann solltest du keinen Müll natürlich in die Umwelt werfen. Bitte schön. Ablaufdatum, ist noch okay. Ja. Das sieht auch so aus. Was? War es gerade für ein Geräusch? Dann kannst schönen du Tag noch. Auf Wiedersehen. Den Müll aufheben. Was ist damit? Was ist hier? Das ist eine Taxizone. Tau Zone, Taxistadt. Du bist kein Taxi. Falsch parken. Besondere Haltezone. Taxi-Haltezone. Das war falsch. Das war falsch. Aber wieso? Oder nur dann? Es tut mir leid. Kann ich den Zettel zurücknehmen? Okay. Mist. Eine Sehenswürdigkeit, sehr schön. Hier ist alles gut. Ist auch alles gut. Guck mal darüber. Oh, guck mal. Wer hat aber du? Hallo. So geht das nicht. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des weggeworfenen Mülls. Bis zu $25. Ach, kommen Sie schon. Nein. So viel? Ja. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis, bitte. Es ist auch noch traurig. Natürlich, Officer. Bitteschön. Hat er geweint? Sein Schminke ist verlaufen. Lawrence, Ablaufdatum ist alles okay. Sie sieht auch halbwegs so aus, ja. Ihre Schicht ist um, Officer. Meine Schicht ist um? Moment. Den hier im Ort. Ah, ne, die habe ich schon. Mist, die habe ich ja schon. Aber. Ich bin noch nicht bereit. Kennzeichen. Haben wir ein Kennzeichen? Hi. Hey. Hey. Kann ich ja nur ganz kurze Schicht machen, bitte? Als Streifenpolizist hat man niemals wirklich dienstfrei. Nee, irgendwie bin ich gefühlt immer hier. Ja, PC. Nicht so heiß laufen, bitte. Wir machen jetzt noch eine kleine Minischicht hinten dran, ja? Gucken wir einmal, wie es gelaufen ist. Ja, das war der erste, den habe ich irgendwie... Ja, Entschuldigung, kann ich nicht einfach mal fragen?
Einsatz Verkehrskontrolle. Du hast einen neuen Einsatztyp freigeschaltet. Ich hab die Winkerkelle. Ja. Neue Nachbarschaft. Alcombe. Okay. Und hier. Ja, irgendwie war das nicht so gut. Okay. Neuer Tag im Büro. Einen Tag Urlaub nehmen? Du bist mit den verfügbaren Schichten nicht zufrieden. Nee, ich möchte keinen Urlaub nehmen. Fußstreife. Oh, 15. Ja, okay, dann. Hm. Wieso? Achso, ja, weil ich in einen anderen Stadtteil gegangen bin. Ich verstehe. Hier kriege ich aber nicht den Weg nach draußen, oder? Ah, doch. Es sind etliche Anrufe wegen des Parkplatzes reingekommen. Officer, können Sie das im Auge behalten? Ich kann das übernehmen. Also hier. Hier sieht das schon. Also, wir fangen hier bei euch an. Hier ist alles gut. Hier ist alles gut. Hier war doch eben einer in verkehrte Richtung. Nee, du stehst. Oh, was ist denn hier los? Du hast eine kaputte Frontscheibe. Was machen wir denn da? Position und Ausrichtung. Falsche Richtung, zu weit auf der Fahrbahn. Scheiße, hätte ja sein können. Okay, ich lasse dich aber trotzdem ab. Lass ich dich abschleppen? Ich weiß es nicht. Weil einer mit einer kaputten Scheibe irgendwo steht, kann ich ihn abschleppen lassen? Wer? Wo? Ich sehe es leider nicht. Achtung, bitte am Einsatz. Achso, hier ist schon wieder mal ein Zug vorbei. Zählst du noch zu mir? Stehst ein bisschen nah an der Ampel, ne? Diese Umweltsünder, warum sehe ich die nie? Da! Achtung, Achtung, ich muss... Gott! Nee, sie ist schon weg, ne? Ja, ja. Du bist auch ein bisschen nah dran, ne? Sehr gut. Ist alles gut? Oh, ich wollte gerade sagen, hier ist aber schön, lass mal in den Park gehen. Ja. Wir haben Rot, aber wir sind das Gesetz, wir dürfen das. Ja. Darfst du hier mittendrin bleiben? Ich glaube ja nicht, ne? Hier ist ja wohl ein altes Verbot. Oh, ich werde besser. Und ich möchte dich hier nicht im Park stehen haben, also lasse ich dich jetzt auch abschleppen. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Sehr gut. Negativ. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir schicken so schnell wie möglich einen raus. Ja, gut. Mach mal. Ich bin schon wieder hier, das ist Taxi-Zone. Achso, no parking zwischen am Freitag, heute ist aber Dienstag. Oh, ein Minimart. Ich hätte gerne die
sehen gut aus. Oh, da ist sie wieder. Hier rein. Oh mein Gott, ich kann hier rein. Ah, wie komme ich wieder raus? Ja, okay, wäre schon wieder hier. Und dadurch habe ich jetzt den Umweltsünder schon wieder nicht mitgekriegt. Ein Unfall, oh mein Gott. Was ist hier los? Was genau haben Sie gesehen? Dieser Fahrer sollte... Der sollte verhaftet werden? Ja, soll ich denn da jetzt hinterher? Also, ich möchte bitte Ihren Führerschein und Fahrzeugschein sehen. Bitte schön, Officer. Bist du das? Dein Ausweis ist abgelaufen. Okay, wir schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Ist nicht viel. Darf ich dann auch... Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Okay, aber erstmal kriegst du dein... Ausweis ist abgelaufen. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. So viel Geld habe ich nicht. Ja, jetzt ist sie traurig. Ja, schön. So. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich habe nichts gesehen. Ich habe nach dem Krach nur aus Neugierde geguckt. Ja, warum liegst du dann hier? Ich habe hier eine verletzte Person. RTW erbeten. Was Sie gesehen haben? Ich habe erst nach dem Krach geguckt. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Ja, warum denn nicht? Können Sie beschreiben, was Sie gesehen haben? Ich habe erst nach dem Krach geguckt. Oh. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Wo ist mein Krankenwagen? Ich habe ihn noch gehört. Steckt da hinten wieder fest. Übergabe an den Notarzt und auch Übergabe an den Notarzt. Jetzt zücke ich noch meine Kamera. Huch. Da war doch eben noch was. Da war doch eben noch etwas. Da ist noch was. Na? Der Bericht ist ausreichend, das ist ja schon mal gut. Und ein abgelaufenes Kennzeichen. Jetzt gibt es aber halt. Fahrzeug. Abgelaufenes Kennzeichen. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld zwischen 50 und 250 Dollar wegen Führens eines Fahrzeugs mit abgelaufenem Kennzeichen. So viel für so eine kleine Sache? Ja. Sie ist traurig, ja. Hier ist Ihr Unfallbericht. Der Bericht ist kürzer, als ich dachte. Das wird nicht sehr viel bringen, Officer. Leck mich doch. Du hast hier was getrunken und fährst. Ja.
Ja, ich weiß nicht. Alles genau, klar, Sie dürfen gehen. Fahren Sie vorsichtig. Jetzt gehst du weg. Alles hier mit dem Notarzt. Gut, dann lasse ich dich abschleppen. Sie ist jetzt weg. Kann ich ja da reingucken. Nix. Okay. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Bitte stell dich nicht da ganz hinten an. Die fahren irgendwie alle nicht. Wo ist denn in Kürze? Drücke I, um Details anzuzeigen. Kia. Nicht verdächtig, Fahrzeugkontrolle kann ich nicht nehmen. So unnötig, aber nicht verboten. Oder? Wo ist mein Abschleppfahrzeug? Und mein Krankenwagen? Da hinten. Oh. Ja, ich weiß. Wie wink ich denn? Wie krieg ich dich denn angehalten? Kann ich suchen? Ausrüstung. Winkekette. An der Stelle, an der du Fahrzeuge anhalten möchtest, in deine Hand, richte sie auf das Fahrzeug, das du anhalten und drücke ab. Du hältst einen Intuitionshinweis, ob das Fahrzeug anhalten wird oder nicht. Einsatz darfst du jedes Fahrzeug anhalten, dass die Kontrolle passiert, wenn du einen Winkel. Ich soll einfach abdrücken. Ah. Fahren Sie an den Straßenrand. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Scheiße. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Ja, los, auf geht's. Was ist denn hier, warum geht denn schon wieder nichts? Es liegt nicht an mir. Fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Hey, fahren Sie rechts ran, ich möchte mit Ihnen sprechen. Warum kommt mein Krankenwagen nicht hier durch? Da ist auch mein Abschleppwagen. Was ist denn da los? Oh. Zurückhalten. Ganz ehrlich, wie soll ich denn so arbeiten hier? Was ist hier los? Ich kann keine erste Hilfe oder was? Oh, oh, oh. Hey, fahren Sie rechts ran. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Dass er nach einem Parkplatz sucht. Ja. Dann auf geht's. Wisst ihr was? Ich suche jetzt einfach wieder Parksünder. Da haben wir schon einen. Könnt mich mal. So, du parkst nämlich auf dem Bordstein. So. So ist nämlich einfacher, Punkte zu kriegen. Seid doch doof.
Und Ball. Ja, hab alles gut gemacht hier. Ja, sehr schön. Nur, okay. Ging's ja nicht weiter. Nochmal Bericht Verkehr. Ihre ja. Schicht ist um, Officer. Meine Schicht ist um. Okay, parkst richtig. Glück gehabt. Nächstes Mal, wenn ich dran denke, fahren wir mal mit einem anderen Fahrzeug. Oh, Gabi, zum Feierabend. Ja, wenn ich meinen Schreibtisch denn finden würde. Ah. Ja, war doch heute gar nicht so schlecht, oder? Parken. Das war... Das, ja, okay. Das habe ich falsch gesehen. Aber ey, guck mal. Das geht doch. Minus 3 nur. Es wird besser. Es wird einfach besser. Tja. So, da sind wir wieder am Ende für heute. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.